Hallo, Arena Smashers und Crashers! Und herzlich willkommen zum Champions Cup in der legendären Arena-Welt, wo Chaos und Zerstörung zu Hause sind. Uns steht ein wilder Ritt bevor. Demo Derby, du und Mega Rex habt euch den ersten Platz erkämpft, indem ihr etwas Gewalt und ein paar wirklich tolle Moves kombiniert habt. Erzählt uns doch bitte mal, wie ihr das gemacht habt. Das ist ganz einfach, Mann. Du musst nur schnell sein und hart zuschlagen. Fantastisch! Da kommt auch schon allzeit bereit Five Alarm. Und der Meister des Chaos persönlich, Gangster. Ihr schnappt euch besser ein kaltes Getränk, denn gleich brennt die Hütte. Und mein Getriebe auch. Alles klar. Und hier unser drittes Überraschungsteam. Die ursprünglichen Bewohner und raffinierten Wächter der Arena World. Rhinomite und Motosaurus. Passt auf, wir sind die zukünftigen Gewinner des Champions Cup. Ach, komm schon, das kannst du doch besser. Ja, wer sagt's? Jetzt schnallt euch an, Leute. Unsere drei Teams sind bereit, es krachen zu lassen. Und hier ist unser viertes Team, Tiger Shark. Du machst nicht mit, Tiger Shark. Hey, pass doch auf, ja? Und nun werfen wir einen Blick auf die allererste Champions Cup-Aufgabe. Wow, was für ein hoher Turm. Den will ich sofort umhauen. Warte, Kumpel, halt an. Nein, warte. Okay. Für Aufgabe Nummer 1 müssen unsere Teilnehmer aussuchen, wer von ihnen auf diese Pumpe haut und wer in die Luft geschleudert wird. Wer es dann nach dem Flug schafft, auf diesem schwankenden, schaukelnden Turm zu landen, kommt in die nächste Runde. Aber wer zu kurz oder zu weit fliegt, muss zurück in die Garage und scheidet aus dem Wettbewerb aus. Na gut, ich möchte nicht unhöflich sein und frage euch, wer jetzt schon freiwillig aussteigen will, bevor wir den ganzen Parcours zerstören. Ja, du sagst es, Kumpel. Aber zuerst ist es an der Zeit, den super geheimen Vorteil zu enthüllen, den sich Demo Derby und Mega Rex erkämpft haben, indem sie auf dem Crush Yard den ersten Platz gemacht haben. Es ist bestimmt ein Jetpack oder ein Raketenwerfer oder ein Laserscheinwerfer. Ihr zwei tretet als letztes Team an. Was? Was hältst du von diesem super geheimen Vorteil für die erste Aufgabe, Tiger Shark? Man braucht eine Strategie und als letzter anzutreten ist toll. So kann man sehen, welche Fehler die anderen machen. Wie genial! Das nenne ich wirklich eine Meisterstrategie, Tiger Shark. Kann ich jetzt beim Champions Cup mitmachen? Nein. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Wer drückt auf die Pumpe und wer von euch fliegt auf den Turm? Pass auf, Kumpel. Ich bin der Schleuderer und du der Geschleuderte. Klar? Jetzt sei keine kaputte Bremsleuchte. Mit meiner Zielsicherheit und deinen aerodynamischen Stacheln könnt ihr das auf jeden Fall gewinnen. Und jetzt auf die Rampe! Ich weiß nicht, wer diese neuen Typen sind, aber die sind bestimmt hart im Nehmen. Unsere Freunde sollten besser aufpassen. 3, 2, 1, los! Da, ein fliegender Monster-Truck. Wünsch dir was. Ich glaub's nicht, Leute. Mit nichts als seinen Gummireifen und ein bisschen Achsenfett hat Motosaurus es auf den Turm geschafft. Hast du das gesehen, Tiger Shark? Tiger Shark? Hey, verschwinde da, kapiert? Oh, Mann. Der Sieg ist nah, als ob. Wir haben's gerade noch geschafft. Du bist fast runtergefallen. Ja, ich hab dich gesehen, aber wir hätten beinahe verloren. Das war echt super knapp. Nächstes Mal musst du dich mehr anstrengen, Kumpel. Als nächstes sind Five Alarm und Gangster dran. Werden unsere ungleichen Freunde es schaffen, die Landung zu meistern? Oder wird die Aktion chaotisch? Und das nicht auf die gute Art. Du drückst die Pumpe, ich lande. Gib alles, was du hast, Gangster. Du schaffst das. Ich drücke meinen Freunden die Daumen. Aber bei Gangster weiß man nie, was einen erwartet. 3, 2, 1, los! Ich gebe alles, was ich habe und werde die Sache aufmischen. Wow, seht ihr, wie sie fliegt? Alles klar, da ist
der Turm! Komm zurück, Turm! Oh nein! Sieht aus, als ob Gangster wirklich alles gegeben hat. Aber das war zu viel. Five Alarm, steuert auf die Tribüne zu! Oh, hab ich die Landung geschafft? Leider nicht, Five Alarm. Aber dafür hast du hier oben die beste Aussicht. Hey, das war mein Platz. So ist eben das Spiel, Leute. Five Alarm und Gangster sind aus dem Rennen geflogen. Aber was für eine tolle Leistung. Was sagst du dazu, Tiger Shark? Berechne immer deinen Sprung, bevor du deine Freunde in die Luft katapultierst. Ein guter Rat, Tiger Shark. Hey, stell sofort die Trophäe zurück. Five Alarm, es tut mir leid. Ich wollte die Sache nicht vermasseln. Aber ich schätze, das hab ich jetzt. Machst du Witze? Das hat so viel Spaß gemacht. Wir haben zwar nicht den Champions Cup gewonnen, aber ich war froh, dich als Partner gehabt zu haben. Das stimmt. Du hast mir beigebracht, dass man erst nachdenken muss, bevor man Mist baut. Und ich glaub's echt nicht, dass ich das sage. Du hast mir beigebracht, dass Chaos Stiften auch Spaß machen kann. Wenn ich ein Gewinner wählen müsste außer mir, dann hoffe ich, dass Mega Rex und Demo Derby gewinnen. Aber ich hoffe auch, dass sie noch richtig die Hütte abreißen. Vielleicht ist es doch am besten, Letzter zu sein. Wir haben gesehen, wie Rhynamite und Motosaurus es gerade noch geschafft haben. Gangster und Five Alarm waren wiederum zu weit. Das heißt... Wir müssen noch weitergehen. Diesmal nicht, Großer. Wir müssen die goldene Mitte finden. Genau wie bei dem Looping im Crankshaft Canyon. Oh ja! Auf geht's, Kameradin! Das bedeutet, dass Demo Derby und Mega Rex im letzten Kampf um den begehrten Champions Cup gegen Rhynomite und Motosaurus antreten werden. Haben wir es geschafft? Na und ab, Mega Rex! Woohoo! Hey, mein Wunsch ist wahr geworden! Werfen wir einen Blick zurück auf den heutigen Wettkampftag. Für unsere Newcomer-Trucks Rhynomite und Motosaurus wurde es knapp, aber am Ende haben sie es geschafft. Five Alarm hingegen wurde leider etwas zu weit geschleudert, aber Demo Derby und Mega Rex haben eine perfekte Landung hingelegt. Also seid nächstes Mal unbedingt wieder dabei beim großen Finale unseres Wettbewerbs. Und denkt daran, Leute, seid krass! Seid Hot Wheels!